für starkes und gesund aussehendes Haar. Hab mich gleich. Es ist unglaublich. Ich glaube, ich habe einen krassen Favoriten und einen absoluten, absoluten Flop gefunden. Ich bin sehr gespannt, was ihr zu den neuen DM-Produkten sagt. Hi Friends, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Runde. Ich gehe in die Drogerie und schaue, was wir dort Schönes finden. Ich war lange nicht mehr so lange im DM, wie ich es für mich gestern war. Ich habe 2 Stunden in diesem Laden verbracht und habe gedreht, habe mich in die Regale gehängt, um Content zu filmen aus verschiedenen Perspektiven. Einige Videos habt ihr wahrscheinlich auch schon bei Insta oder TikTok oder so gesehen. Ich habe natürlich aber auch ein paar Sachen gekauft, die mir wirklich sehr spannend vorkamen und über die würde ich gerne mit euch heute reden. Ich hoffe, es geht euch gut und ich hoffe, ihr habt alle einen wunderschönen Tag gehabt. Falls nicht, hoffe ich, dass ich euch mit diesem Video ein bisschen aufmuntern kann. Ich würde sagen, wir haben genug zu tun hier. Starten wir direkt mit dem ersten Produkt. Adressieren wir gleich den Elefanten im Raum. Reden wir über meine Lippenkombination. Das tun wir. Ich habe einen Lippenstift gefunden von Alverde Naturkosmetik Color and Care. Der ist auf der einen Seite ein absoluter Favorit, auf der anderen Seite ein absoluter Flop. Und ich sage euch auch gleich, warum. In dieser Kombination sieht der unglaublich schön aus. Ich habe einen Lip Liner benutzt. Das war jetzt der Plumping Lip Liner von Catrice in der Farbe Manhattan 069. Einer meiner liebsten Lip Liner aus der Drogerie. Nicht der liebste, das ist der von Art Deco. Aber der ist sehr schön. Der ist recht dunkel, der ist sehr stark pigmentiert. Ich hasse dieses Plumping da drin. Ich möchte diese Farbe bitte in einem ganz normalen Buntstift haben. Würde mir reichen. Wunderschöne Farbe. Und habe dazu dann diesen Lippenstift von Alverde kombiniert. Das ist die Farbe Dusty Nude. Und ich finde, die Farbe trifft es auch ganz gut. Ich habe das gesehen und dachte mir, das ist eine richtig, richtig schöne, helle, kühle, rosane Farbe. Und das ist es auch. Allerdings ist der sehr schwach pigmentiert. Also das ist nur so ein Hauch. Ich habe das nicht verstanden. Das ist meine eigene Schuld. Color and Care. Der gibt dir so einen fast schon bläulich-gräulichen, nudigen Touch. Sehr, sehr leicht. Ich probiere mal, dass man ihn hier vielleicht ein bisschen besser sehen kann. Aber sehr, sehr schön. Und mit diesem braunen Lip Liner dazu kombiniert, sieht das richtig gut aus. Der hat eine recht dicke Textur. Also ich glaube, es bietet sich an, den nur so leicht aufzutupfen. Oder du trägst ihn ein bisschen dicker auf. Dann sieht er aber ein bisschen, ich will nicht sagen trocken aus, sondern er sieht so ein bisschen aus, als hättest du dir Zinksalbe auf die Lippen gemacht. Finde ich nicht schlecht. Ich mag den Zinksalben-Lippen-Look sehr gerne. Aber mit dem Lip Liner, und dann habe ich einfach meinen eigenen Lipgloss aus der Revelation Me Kollektion oben rübergegeben. Und das ist eine richtig schöne Lippenkombination. Ich kann mir vorstellen, dass man den auch gut als Blush benutzen kann. Ich habe jetzt schon anderen Blush drauf, deswegen mache ich das jetzt hier noch nicht. Aber das ist so ein ganz, ganz, ganz zarter Blushton. Oder vielleicht auch so ein bisschen als Under-Eye-Corrector. Das werden wir in den nächsten Tagen aber mal testen. Auch Alverde hat wirklich viele Neuheiten rausgebracht. Da habe ich mich jetzt noch gar nicht so durchgeschmückt oder bin ich noch nicht so durchgegangen. Wenn ihr wollt, dass ich da nochmal schaue, gebt mir gerne Bescheid. Dann gehe ich da einfach nochmal ein bisschen genauer drauf ein. Bevor wir weiter mit Make-up machen, ganz kurz ein paar Produkte. 2 Produkte, die nichts mit Make-up zu tun haben. Ich möchte damit trotzdem aber einmal mit euch drüber reden. Nummer 1 habe ich mir das einmal gekauft. Könnt auch jedes andere nehmen. Das ist das Hygiene-Handspray, wirksam gegenüber behüllte Viren. Ich benutze das für mein Telefon. Ich habe, seitdem ich ja so Probleme mit meiner Haut hatte, und vielleicht habt ihr es bei Instagram mitbekommen, ich hatte einen Arzt eingeschaltet, weil das mir einfach so ein bisschen zu denken gegeben hat alles. Und es ist rausgekommen, dass ich eine... Ich habe es vergessen, wie es heißt. Ich habe eine akute Urtikaria, eine Nesselsucht. Und da bin ich sehr, sehr vorsichtig, was meine Haut jetzt mittlerweile betrifft. Und desinfiziere jetzt mehrfach am Tag mein Telefon. Macht das einfach, gerade wenn ihr wirklich viel mit dem Telefon an eurem Gesicht telefoniert. Ein Telefon ist angeblich schmutziger als eine Toilette. Und ich lege mein Gesicht nicht so gerne auf eine Schüssel. Deswegen macht das einfach mal. Und ich habe was gefunden, wo ich... Ich bilde mir ein, dass es mir gut tut. Ich habe aber noch keine wissenschaftlich fundierten Beweise. Ich bin ein cleveres Mäuschen und habe mir überlegt, wenn meine Haut wieder so ausrastet, wenn die so ein bisschen unrein wird, wenn ich so Entzündungen kriege, hier hatte ich ja jetzt die letzten Tage ein paar, was kann ich dann tun, um es zwischendrin immer wieder zu machen? Ich kann unterwegs nicht immer mich schminken oder was abdecken oder so ein dickes Stückchen Salbe aufs Gesicht machen. Es sieht einfach doof aus und ich renne auch nicht mit Pickelpatches durch die Gegend. Entspricht einfach nicht dem, wie ich es mag. So. Und ich habe hier etwas gefunden von Mivolis. Ein Medizinprodukt Wundspray. Beugt Infektion und Narbenbildung vor, fördert die Wundheilung, reduziert die Blutung. Brauche ich alles nicht. Das ist einfach Wasser mit Spurenelementen, Zink und Eisen. Und wisst ihr, was ich damit mache?
ich sprühe es einfach auf meine Haut. Also jetzt habe ich natürlich viel Make-up drauf, unterwegs habe ich dann kein Make-up drauf und kann das dann zwischendrin einfach auch mal punktuell so ein bisschen einfach raufsprühen. Das Zink ist halt wie Zinksalbe, sorgt richtig dafür, dass es so ein bisschen gereinigt wird, die Haut. Feuchtigkeit durch das Wasser natürlich. Und ihr gebt halt einfach immer so ein bisschen Zink hin, habt aber nicht diesen weißen Film von Zinksalbe im Gesicht. Und jetzt sagt mir noch mal einer, ich bin kein cleveres Mäuschen. Das ist wirklich, wirklich gut. Ist ein bisschen teuer. Es gibt wahrscheinlich auch eine Möglichkeit, das ein bisschen günstiger zu machen. Ich habe das jetzt gefunden und fand das ziemlich gut. Ich habe ja auch ab und zu dann so medizinische Treatments. Medizinische, so kosmetische Treatments im Gesicht. Und da ist die Hautschutzbarriere dann natürlich auch sehr angegriffen. Das ist wirklich, wirklich gut. Probiert das mal aus, wenn ihr so Probleme habt und kein Make-up tragt. Einfach dieses Spray immer wieder mit rübergeben, dass es ein bisschen Feuchtigkeit spendet und so Unreinheiten verschwinden. Rutschen wir mal eine Etage höher zu meinen Haaren. Ich habe jemanden kennengelernt, der sich auf Haartransplantation spezialisiert hat. Muss ich nochmal mich mit ihm zusammensetzen, damit wir darüber reden. Bis dahin kann ich natürlich aber das, was noch da ist, ein bisschen bei Laune halten. Und ich hatte ja was von Veleda, das war dieses Tonikum mit Rosmarin. Das hat mir ganz gut gefallen. Was mich da so stark gestört hat, ist dieser stark alkoholische Geruch. Und es hat so ein bisschen ausgetrocknet, fand ich. Und jetzt habe ich das hier gefunden von Schauma. Schauma, ich fange nicht an mit der Werbung. Das ist der Haarbooster. Haarwurzel aktivierendes Tonikum mit Koffein. Kraftloses, dünnes Haar. Ja, das Haar ist der Spiegelbild der Seele. Ich bin kraftlos und dünn. Was für ein doofes Video heute. Nein. Schau mal her, Boosterfisch. Das war richtig schlimm gerade. Das war mir selber richtig unangenehm. Es tut mir leid. Für starkes und für starkes und gesund aussehendes Haar. Sekunde. Ich hab mich gleich. Gar nicht, ich muss kurz mit was anderem weitermachen. Das war halt auch gar nicht lustig, ne? Aber kennt ihr das, wenn im Kopf das selber lustiger ist, als es eigentlich ist? Und dann schwirrt es die ganze Zeit da rum und das Hirn greift es immer wieder? So, haben wir. Für starkes und gesund aussehendes Haar, vom Ansatz bis in die Spitzen, aktiviert die Haarwurzel und verlängert die Wachstumsphase der Haare, hilft Haarausfall, Sternchen, vorzubeugen. Was ist das Sternchen? Hätte ich vorher lesen sollen. Erblich bedingter Haarausfall. Passt. Formel mit Koffein und Panthenol dringt tief in kraftloses und dünnes Haar ein. Und das Panthenol war so ein bisschen das hat da Klick gemacht, weil ich bin großer Panthenol-Fan, benutze ich sehr, sehr oft. Das hat Koffein und das hat Panthenol mit drin und auch recht viel Tatsache. Ne? Also wenn wir von der Inhaltsstoffliste gehen, natürlich Wasser, Alkohol, Glykol und dann kommt Koffein und Panthenol auch schon. Schauen wir mal, wie es riecht. Es riecht gut. Es riecht so ein bisschen dieser typische Umkleidekabine, Duft, aber nicht so intensiv, halt so ein bisschen aquatisch männlich. Ne? Ihr kennt den Duft, ihr kennt den Duft. Vielleicht ist das was ganz Gutes, einfach um es so ein bisschen hier hinten aufs Krönchen zu setzen. Ich sehe das nicht, ich spüre es dann vielleicht in ein paar Monaten nur, aber ich mache jetzt einfach alles, bis ich den Mut wirklich zusammen habe, die kleine OP zu machen. Vielleicht ist das ja was für euch. Also das von Veleda ist mir auch ehrlich gesagt einfach zu teuer. Also ich glaube 15 Euro kostet das. Ich habe das noch, ich werde das auch aufbrauchen, aber das ist ein bisschen praktischer. Du kannst es, glaube ich, ein bisschen genauer dosieren. Bei dem anderen hattest du auch nur so einen Schüttapplikator und das war dann im ganzen Bad. Bleiben wir gleich bei den Haaren. Ich benutze das aber nicht für die Haare, ich benutze das für die Wäsche. Das ist von Nihan, das Jolie Rouge Haarparfum für duftendes Haar und gepflegtes Haar. Wir hatten ja neulich schon hierüber gesprochen. Das ist das neue Parfum von ihr. Ganz, ganz toll. Ist sehr kirschig. Riecht sehr, sehr gut. Aber mir hat jemand geschrieben, das wollte ich jetzt live mit euch testen, dass das wohl so riecht wie das Burning Cherry von Kajali. Deswegen testen wir das jetzt mal. Deswegen ich hab das halt immer mit dem von Tom Ford in Verbindung gebracht. Aber nee, du hast recht, Mäuschen. Die sind sich sehr ähnlich. Die sind sich ähnlicher als der hier mit Onkel Tom. Ach, spannend. Okay. Ja, weil hier habe ich ja gesagt, das riecht so ein bisschen süßlicher. Da kommt so ein bisschen mehr das Kinderkirschbonbon durch. Ganz spannend. Okay, finde ich gut, gefällt mir gut, mag ich gerne. Und das halt jetzt als Haarparfum. Ich finde, die Haarparfums in der Drogerie sind wirklich ziemlich gut konzentriert.
Ich gebe sowas gerne zwischendurch mal auf die Klamotten. Ich gebe sowas mal auf die Wäsche, auf ein Handtuch oder so. Bevor ich aus der Dusche komme oder bevor ich in die Dusche gehe, sprühe ich das so ein bisschen in den Raum rein. Einfach, weil das gut riecht. Ich bin eine große Parfummaus. Ich liebe Parfums und ich... Na, Danny findet das immer nicht so gut, wenn ich hier unten... Also ich bin ja hier unten und ich sprühe in jedem Raum, sprühe ich dann einfach so ein bisschen mit Parfum rum, weil ich das mag. Ich bin total gerne auch im Douglas oder im... Gestern war ich bei Rituals, um mir das mal anzuschauen. Und ich mag diese Düfte einfach sehr gerne. Ich bin absoluter Duftmensch. Und da habe ich mir das mal mitgenommen. Ist eine gute Sache. Habe ich mitgenommen. Jetzt kommen wir zu dem wirklich wesentlichen Teil hier des Videos. Und zwar dem Make-up. Ich habe eine Sache gefunden und ich liebe es und ich hasse es gleichzeitig. Und da müssen wir jetzt einmal mit Catrice und Essence ein Hühnchen rupfen. Es gibt ja derzeit wieder eine Catrice Essence X Disney Kollektion. Und dieses Mal mit dem Film Ab und Finde Dory. Finde ich ja ganz süß. Ich finde es auch mal gut, dass es jetzt nicht wieder schon wieder Prinzessinnen sind, weil ich kann es auch ehrlich gesagt nicht mehr sehen. Aber ich finde, dass die Kollektion sehr, 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 sehr jung aussieht. Das haben ja auch viele von euch geschrieben, dass die ganze Aufmachung so ein bisschen jung aussieht und dass viele Tatsache dieses Mal so ein bisschen abgeschreckt hat. Nichtsdestotrotz bewerte ich jetzt erstmal die Produkte und nicht unbedingt die Aufmachung. Ich habe einmal das hier mitgenommen. Das ist der Liquid Bronzer von Catrice. Spektakulär. Eine unglaubliche Textur und hier ist auch schon das Problem. Entweder ich habe ein kaputtes Produkt, ich glaube sogar ja, da ist dieser Stopper hier drin, ist abgegangen. Das heißt, das ganze Füßchen ist voll mit Produkt. Ich habe mich für die Farbe Light to Medium entschieden. Sehr, sehr pigmentiertes Contouring-Produkt, aber nicht zu kühl, sodass man es auch wirklich gut als Contour-Bronzer-Produkt benutzen kann. Ganz leicht, aber lässt sich sehr gut ausblenden. Bitte, bitte, bitte. Ich weiß nicht, vielleicht habt ihr das, dann könnt ihr mir gerne mal ein Update geben, ob bei euch auch der Stopper hier kaputt ist oder ob es jetzt einfach nur bei mir Pech war. Bitte in einer anderen Verpackung. Diese Farbe, diese Textur bitte in einer anderen Verpackung, wenn der Stopper kaputt ist. Ansonsten großartig und vielleicht ohne Dory. Und ein Euro günstiger, gar kein Problem, weil das wirklich ganz, 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 ganz toll auf der Haut aussieht. Lässt sich sehr, sehr gut verblenden und würde ich auch immer wieder... Habe ich jetzt die letzten... Gestern habe ich mich zweimal geschminkt, habe ich benutzt und heute jetzt eben hier in der Aufnahme, die ihr gerade gesehen habt. Hat mir gut gefallen, macht mir Spaß. Ich weiß nicht, wie steht ihr denn zu diesen, ich glaube, Sister Love heißt das ja. So langsam ist, glaube ich, die Luft raus, ne? Und das ist auch einfach so viel. Also, während es eine Palette mit einem Lippenstift, einer Mascara, so wie es früher war, okay, dass es so auf einen Aufsteller vielleicht passt, aber das Ding, da ist ja eine ganze Drogerie dran. Da ist ja alles, von Haarbändern bis Zopfgummis, Motoröl, es steht alles damit drin. Ist süß, für Sammler ist das, glaube ich, was. Mich interessiert das nicht. Was mich aber sehr interessiert hat, ist das hier. Dazu kommen wir gleich. Vorher müssen wir hierüber reden. Wir gehen der Reihenfolge nach. Revolution hat eine Halloween-Kollektion rausgebracht. Und ich habe eigentlich nur ein Produkt mitgenommen. Und zwar diesen schwarzen Blush. Wir wissen, was schwarzer Blush heißt. Color Changing. Ja, mag ich gar nicht. Aber ich fand, das ist so mal was Besonderes. Diese Herzform aus der Truly Sinful-Kollektion ist schwarz. Und wenn ihr den berührt, dann wird er natürlich pink. Aber der wird nicht so pink-pink, sondern der wird eher, und deswegen habe ich ihn dann mitgenommen, so ein bisschen bärig. Na, das ist nicht dieses klassische Color-Changing-Pink, sondern ein bisschen dunkler. Natürlich, klar, das Schwarz ist ja immer noch mit drin. Und ich habe den mit einem Schwamm aufgetragen. So habe ich deutlich, deutlich mehr Kontrolle gehabt und konnte das Produkt auch ganz gut auftragen. Ich mag die Textur ganz gerne. Ist so ein bisschen wie so ein Balsam. Hinterlässt natürlich einen kleinen Glow. Kannst du dir auf die Lippen geben, kannst du dir überall hingeben, wo es ein bisschen pinker werden soll. Weiß ich nicht. Also, ja, Color Changing ist okay. Ich finde, hier fand ich das passend. Halloween ist was Besonderes. Deswegen durfte das mal mit. Die Kollektion sieht auch spannend aus. Brauchte ich jetzt aber nichts. Ne? Also, ich brauche ja eh nichts, aber das hab ich jetzt auch einfach nicht mitgenommen. Ich hatte mir ja vorgenommen, nicht mehr wahllos alles neu mitzunehmen, sondern einfach auch nur so ein bisschen selektiert. Und jetzt kommen wir zu einem Produkt, was ich wirklich spannend finde. Color Correcting Compact Powder von Essence. Step 1, es ist für mich kein Color Correcting Powder, weil es sehr, sehr viel Pink beinhaltet und diese Farben sind sehr, sehr fest gepresst. Aber was mir hier dran sehr, sehr gut gefallen hat und deswegen habe ich es mitgenommen, ist, dass ihr hier unten, hier war mal so ein kleines Häuschen dran, einfach ganz viel Platz habt und mit dem Microfiber Multitool Mini diesen pinken Ton rausnehmen könnt und damit unter eure Augen gehen könnt. Boom! Das ist so, so krass. Das erinnert mich und Essence, das ist eure Chance. Ihr habt die Formel. Werft das Bunte raus und packt das neben das Banana Powder, dieses Banana Brighten Up Powder, in dieser Farbe. Call me. Ihr habt meine Telefonnummer.
spektakulär. Auf dem Gesicht fand ich es ganz gut. Es hat jetzt nicht so einen krassen mattierenden Effekt, aber es hat halt diesen aufhellenden Effekt. Und klar, ne, ist ja so wie bei meinem. Du kannst dann auch ein bisschen hier von den helleren Tönen nehmen und dann einfach hier so ein bisschen punktuell auftragen. Für mich ging es wirklich primär um diesen unteren Bereich, weil ich dachte, da kommst du gut ran. Du kannst mit dem Pinsel so ein bisschen lang gehen und hier einfach ein bisschen aufhellen, wenn du möchtest, ohne dass es zu trocken aussieht auf der Haut. Und dafür fand ich es wirklich sehr, sehr schön. Hat mir gut gefallen und ich bin gespannt, ob ihr vielleicht in den letzten Tagen mal in der Drogerie wart und was Neues gefunden habt. Dann schreibt mir das doch liebend gerne in die Kommentare. Sorry für meinen kleinen Lachanfall. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen mitgelacht. Wir sehen uns ganz bald hier wieder. Passt auf euch auf.